Ich bedanke mich sehr beim Team von dem Kinski, dass Sie die Eröffnung dieses Abends möglich gemacht haben mit dieser Einspielung des Videos. Herzlichen Dank für die Kollegen im Auktionshaus, dass Sie mir die Präsentation eingerichtet haben. Und so kann ich Ihnen heute mit einem Bilderbogen das Hundertwasserschiff näher bringen und auch die Hundertwassergrafik hoffentlich. Dank dem Team im Kinski und Dank vor allem Herrn Kovacek, der unsere Anregung und unseren Wunsch, unsere Bitte aufgenommen hat und diese Auktion durchführt und uns für die Regentag diese Unterstützung zukommen lässt. Diese Filmsequenz, die Sie gesehen haben, stammt aus dem Film Hundertwassers Regentag, ein Film, den Hundertwasser mit Peter Schamoni gemeinsam geschaffen hat. Und schon dieser Film ist eine Besonderheit, 1972 gedreht, erhielt er den Deutschen Filmpreis 1972, das Filmband in Gold als offizieller deutscher Beitrag im Bereich Kurzfilm der Internationalen Filmfestspiele in Cannes. Von der Academy of Motion Pictures, Art and Sciences wurde er 1972 für einen Oscar nominiert im Bereich Dokumentarfilm. Hundertwasser und Schiffe, wie kommt das? Es beginnt in der Jugendzeit. Ich kann Ihnen nicht das allererste Hundertwasserschiff zeigen, denn dieses erste Schiff war ein Dampfer aus Sand, nach Beobachtung eines Dampfers mit senkrechter Rauchsäule. Diesen Dampfer aus Sand hat er in sein Werkverzeichnis unter der Jugendwerk Nummer 2 aufgenommen. Diesen Dampfer hat mittlerweile das Meer weggespült, aber eine Zeichnung von 1943 zeigt ein erstes Schiff, die überfuhr zwischen Augarten und Brigitta-Brücke, eine der ersten Jugendzeichnungen 1943 entstanden. Später hat Hundertwasser es so kommentiert, der Donaukanal war sozusagen sein erstes Meer und dann hat er das Meer mit seinem Schiff erkundet. Und die Fährfrau war eine Art Seelsorgerin für die einsamen Passagiere. Einen richtigen Dampfer habe ich ebenfalls im Jugendwerk gefunden, und zwar in Bregenz, gemalt 1947, Dampfer an einer Anlegestelle, gemalt auf einer Reise nach Bregenz. Welche Koinzidenz, 1949 ist Hundertwasser auf seiner Kavaliersfahrt durch Italien und in Palermo malt er die Fischerboote im Regen. Und ich denke, dass diese Ansicht, ja, der Blick über das Vordeck, eine frappierende Ähnlichkeit hat zu dem Blick, wenn man auf der Regentag steht, wie eine Prämonition. Hundertwasser hat seit jeher Schiffe malerisch erträumt. Schiffe, Boote, Dampfer, Bullaugen, Rauchsäulen sind Gegenstände seiner Malerei von Beginn an, schon in den 50er Jahren. Hier haben wir ein Bild, das heißt Singende Dampfer, Les Transatlantiques von, jetzt muss ich schummeln, 1950. Ein wunderbares Dampferbild, auch dieses im Kunsthaus Wien, 1959 gemalt, Singende Dampfer in Ultramarin 2. Zur Begeisterung für die Seefahrt mag auch ein Erlebnis Hundertwassers beigetragen haben. 1956 wird er von Hans Neufer, seinem Freund, selber Künstler und Lebenskünstler und Entrepreneur, eingeladen, nach Schweden zu kommen, weil es sich in Schweden so gut leben lässt. Zwar hat er dort keine Ausstellungen an Land ziehen können und auch keine Verkäufe gemacht, aber er ist mit Hans Neufer dann auf einem Schiff gelandet, auf der SS Bauta als Matrose und ist 1956 von Söderhamn in Schweden nach Hull gefahren, in England, und in einem späteren Text, in dem er seine Erlebnisse von 1956 festgehalten hat, schrieb er: Ich hielt zweimal täglich für je 2 Stunden das Ruder. Ich hatte das nie vorher gemacht und habe das Schiff am ersten Tag ganz entsetzlich verrissen. Dann wurde ich immer besser. Ich bekam ein Zeugnis, dass ich ein sehr guter Seemann sei. 1956, und Träume werden wahr, 1968 kaufte die
das Schiff Regentages ist die San Giuseppe T, ein 1910 gebauter Salzfrachter, von seinem damaligen Sekretär Horst Wächter in Palermo gefunden, 1967. 1967 hat er sich schon beschäftigt mit der Umgestaltung des Schiffes. Da gibt es im Tagebuch interessante Einträge. Das Schiff hatte nämlich kein Steuerhaus und er hat auch eine Heizung schon einbauen lassen und ja, 68 dann gekauft und 68 aus Palermo nach Venedig gebracht. In den Werften von Venedig wurde das Schiff umgebaut nach 100 Wassers Vorstellungen. Es mutet seltsam an, aber es scheint in der Schiffsbautechnik nicht so ungewöhnlich. Tobias, unser Schiffbauer ist hier, kann mich vielleicht korrigieren oder bestätigen. Es ist nicht so ungewöhnlich, dass Schiffe verlängert werden oder ausgebaut werden. 100 Wasser hat die Aufbauten asymmetrisch gestaltet. Er hat selber dann geschrieben, dass dieser Umbauten der Regentag für ihn die ersten Architekturlehrjahre waren und dass die Diskussionen, die während des Umbaus geführt wurden, sehr ähnlich waren denen auf den Baustellen der verschiedenen Architekturprojekte später. Dass sich 100 Wasser dann ununterbrochen über die Gestaltung des Schiffes Gedanken gemacht hat, haben muss, sieht man auch an diesem Archivbild. Das ist ein Polaroid, das wir gefunden haben in den Archivkartons zur Regentag und er scheint auf diesem Polaroid ausprobiert zu haben, wie man die farbige Gestaltung der Regentag machen kann. Diese poetischen Schiffsreisen in Venedig, darum glaube ich, kann man 100 Wasser beneiden. Es gibt ein Schiff, ein Bild Regen auf Regentag, das er in Palermo noch begonnen hat, also sozusagen in der Zeit des ersten Kennenlernens des Schiffes und weiter gemalt dann in San Foca in Apulien, also das ist auch ein bisschen, damit ist in diesem Bild auch die Reise der Regentag von Palermo nach Venedig in die Werften nachzuvollziehen. Nach einigen Jahren Umbau hat 100 Wasser die Regentag dann ausprobiert auf Seereisen durch das Mittelmeer, nach Dalmatien, nach Malta, nach Elba, Tunis, Rhodos, Kreta, bis nach Israel ist er gekommen und an Bord waren oft seine Freunde, zum Beispiel Malerfreund René Bro, wichtig aus seiner Zeit in Frankreich in den 50er Jahren, mit dem er eigentlich nach Paris gekommen ist, 1949. Aber mit an Bord waren auch Arik Brauer, Gottfried Kumpf, der ein wunderbares Bild auch gemalt hat von der Regentag. Und selbstverständlich war auch Joram Harel, sein Freund und Manager, mit an Bord bei diesen Reisen. Nachdem die 100 Wasser Regentag diese Probefahrten im Mittelmeer absolviert hatte, ging es auf eine ganz besondere Reise. Und zwar war ja 100 Wasser 1973 anlässlich einer Ausstellung das erste Mal nach Neuseeland gekommen und hat sich entschieden, dort Land zu kaufen und die Regentag dann nach Neuseeland zu segeln. Hier sehen wir die Regentag auf hoher See, möglicherweise in der Karibik, das wissen wir, können das Foto leider nicht genau zuordnen, aber auch hier sehen Sie wieder, dass das Foto selbst bearbeitet ist, ganz sicher von 100 Wasser beim Ausprobieren einer farbigen Gestaltung. 1976, Ankunft der Regentag in Auckland in Neuseeland, nach einer 18-monatigen Schiffsreise mit seinem Kapitän Horst Wächter. 100 Wasser war teilweise an Bord bei dieser Reise vom Mittelmeer über den Atlantik, durch die Karibik, über den Pazifik nach Neuseeland. Also er war nicht die ganze Strecke stets an Bord, sondern nur auf Teilstücken. Dieses Foto, das Sie hier sehen, wurde im New Zealand Herald 1976 abgedruckt, um sozusagen also diese nautische Tat, diese Überfahrt des Malers wurde wahrgenommen und in den Zeitungen publiziert. Die Regentag lag dann in der Bay of Islands im Norden Neuseelands vor 100 Wassers Land vor Anker. Hier sieht man ein Foto von 100 Wasser in späteren Jahren auf der Regentag. Und nach 100 Wassers Tod, das wurde jetzt schon erwähnt, erhielt die Stiftung die Anfrage, ob man die Regentag nach Tulln bringen könnte, anlässlich der Ausstellung 100 Wasser Kunst, Mensch, Natur, initiiert von
Herrn Bürgermeister Willi Stift, dem eben zu verdanken ist, dass die Regentag in dieser Art und Weise verschifft wurde, mit Container nach Hamburg gebracht wurde und dann mit einem Straßentransport nach Tulln gebracht wurde. So lag sie in Tulln vor Anker. 2015 wurde sie unter österreichischen Denkmalschutz gestellt. Und natürlich in den vielen Jahren hat der Zahn der Zeit an ihr genagt. 2017 hat die Stiftung ein Gutachten in Auftrag gegeben und da stellte sich heraus, dass durch Wassereinbrüche und Feuchtigkeit Schwammbildung, Schimmelbildung festzustellen war, dass sich zahlreiche Holzrisse gebildet hatten und dass dringender Sanierungsbedarf bestand. Ich zeige Ihnen hier schon Fotos während der Arbeiten. Also das ist sozusagen ein Zustand, den man sieht, wenn man mit, also den man sah, als man mit den Arbeiten begonnen hatte. Absehbar war dieser Zustand bei den ersten Begutachtungen und den ersten Arbeiten so nicht. Es war der Sanierungsbedarf doch so gewaltig, dass sich mittlerweile, also seit 2018 sind unser Bootsbauer Tobias van Kooi und sein Mitarbeiter Andreas Ramsdorfer an der Regentag am Arbeiten. Und einen schönen Vergleich habe ich hoffentlich hier, links der ursprüngliche Zustand. Wie gesagt, wenn man tiefer geht, als man tiefer ging, fand man enorme Schäden und rechts der sanierte Zustand. Im November vorigen Jahres war die Regentag bis zur Wasserlinie komplett saniert und dann wurde sie gekahnt und dann wurden auch Schäden festgestellt in der Ferrozementierung. Wir sehen hier im linken Bild 100 Wasser 1999, da hat er mitgearbeitet an der Ferrozementierung des Schiffes unter der Wasserkante, also da wo das Boot sozusagen im Wasser liegt, wurde der Rumpf des Schiffes durch Ferrozementierung quasi versiegelt. Für 100 Wasser war das eine Methode oder seine Absicht war, das Schiff für lange Zeit dicht zu halten, aber der Sanierungsbedarf nach so vielen Jahren ist gegeben und das ist jetzt der Anlass gewesen. Die 100 Wasser Stiftung hat diese Sanierung mit 400.000 Euro schon bewältigt, ja, zum Großteil, aber es fehlt jetzt noch eben ein Betrag von mehr als 100.000 Euro, um das Unterwasserschiff zu laminieren, mit einem Laminat zu versehen und auch die Aufbauten Rigg. Das Rigg muss noch saniert werden, denn die Regentag soll wirklich in dem ursprünglichen Zustand fahrtüchtig wieder in Tulln stehen und besichtigt werden können. Und wenn es die eine oder andere Ausfahrt gibt, werden wir auch sehr glücklich sein. Für die Regentag wollen wir Ihnen Grafiken anbieten. Und erlauben Sie mir, dass ich Ihnen noch einiges über die Grafik erzähle. Ich hoffe, ich bleibe in der Zeit und Sie haben auch Interesse, nicht nur über die Regentag zu hören, sondern einiges auch über die Grafik zu erfahren. Der Beginn der 100 Wasser Grafik ist unorthodox. Er beginnt nicht in der Radierung oder Siebdruck oder Lithografie. Er beginnt mit einer Vervielfältigungstechnik, die eigentlich für Bürodruck gedacht ist. Auf Einladung von Alfred Schmeller hat er 1951 eine Mappe gemacht. Alfred Schmeller war der Vizepräsident des Art Club und er hat mehrere Künstler eingeladen, eine Grafikmappe zu machen, die mit einem einfachen Druckverfahren gedruckt wird und die sehr erschwinglich, kostengünstig ist, Kunst sozusagen für jeden zugänglich zu machen. Das war die Idee von Schmeller. Und ich denke, dass sie auch bei 100 Wasser gewirkt hat, weil das ist sicher auch ein Prinzip von 100 Wasser Grafik, dass sie möglichst viele Menschen, dass sich möglichst viele Menschen mit Kunst umgeben können und sich an Kunst erfreuen können und auch Kunst besitzen können. Hier wieder im linken Bild ein Blatt aus der Art Club Mappe, aus der roter Print Mappe, singende Dampfer. Hier wieder der Bezug zu den Schiffen und auf der rechten Seite Häuser mit Blumen, kann man auch sicher interpretieren als Häuser,
mit Natur am Dach, auch hier sozusagen ein Vorausdenken und ein Voraussehen oder eine Beschäftigung mit dem Thema Architektur und mit der Einbeziehung der Natur in die Architektur. Eine zweite Grafik, ein Linolschnitt. Ich zeige diese Grafiken deshalb, weil diese Techniken, Hundertwasser diese Techniken dann nicht fortgeführt hat. Das waren sozusagen erste Versuche in der Grafik, angeregt von außen, von Galeristen, die Hundertwasser angeboten haben, eine Grafik zu machen. Es war nicht sein ursprüngliches, ureigenes Interesse, denn Hundertwasser war Maler und sein Medium, sein Ausdrucksmittel war die Malerei. Ein Linolschnitt, und ich möchte diesen Linolschnitt aus den 50er Jahren gegenüberstellen einem Motiv, das doch sehr bekannt ist, von 1969, einer Serigraphie, quasi eine Grafik, die den Höhepunkt schon zeichnet von Hundertwassers Tätigkeit in der Grafik. Good Morning City, eine Grafik, die in 10.000 Exemplaren gedruckt wurde. Es gibt zwei Versionen, Good Morning City und Good Morning City Bleeding Town. Und hier hat Hundertwasser sozusagen am Höhepunkt schon seines grafischen Schaffens das geschafft, nämlich eine doch bedeutende, umfangreiche Auflage so zu gestalten, dass möglichst viele unterschiedliche Exemplare innerhalb der Auflage vorhanden sind. Das erreicht er durch eine Vielzahl von Farbkombinationen, Formvarianten, Metalleinprägungen, Überdrucken, und dazu komme ich dann, das werden Sie dann noch sehen. Er erreicht sozusagen sein Ziel der Überlistung der Maschine dann endgültig mit der Grafik 860, ist die Werknummer Homo Humus Humanitas mit 10.002 Exemplaren, aber da greife ich jetzt vor. Ich möchte nochmal zurück zur Geschichte, zur Entwicklung der Hundertwasser-Grafik. Hier haben wir die Araberin, eine erste Lithografie. Lithografie von der Galerie der Gegenwart in Salzburg in Auftrag gegeben, auch noch im Zusammenhang mit jemandem aus dem Art Club, der ihn eingeladen hat, eine Lithografie zu gestalten. Dann hat sich die Arbeit in der Lithografie nach Paris verlegt, hier ein Ausstellungsplakat zu seiner Ausstellung in der Galerie Karma, mit der er 1957 in Paris einen Vertrag hatte. Und hier in der Lithografie versucht er schon ein Prinzip einzubringen, nämlich aus dieser Multiplikation eines grafischen Werkes auszusteigen und jeder Grafik etwas Besonderes, eine Eigenart, einen Unikatcharakter zu geben. Hier erreicht er es durch eine Untermalung. Jedes Blatt, das bedruckt wird, wird untermalt und auf diese Untermalung wird draufgedruckt, sodass jedes Blatt auch eine individuelle künstlerische Handschrift hat. Hier die erste Lithografie bei Murlot, die möchte ich deswegen zeigen, weil Hundertwasser eben in diesem berühmten Studio in Murlot gedruckt wird, das auch Picasso, Miró und andere internationale Künstler druckt. Aber bei Murlot ist es das Prinzip jenes, dass der Künstler seine Vorlage abliefert, die Drucker drucken und dann signiert der Künstler. Eine Mitarbeit während des Druckvorgangs ist ausgeschlossen, und das war natürlich nicht das, was Hundertwasser sich als Arbeit in der Grafik vorgestellt hat. Hier zeige ich ein Bild, eine Grafik, die hier auch in der Ausstellung zu sehen sind und dann auktioniert wird. Der endlose Weg. Ich komme dann noch dazu, Hundertwasser-Grafiken haben auch immer eine spezielle Kennzeichnung. Auf vielen Blättern sind Angaben, sind seine japanischen Namenstempel drauf, es sind Angaben zu den Druckern, zum Papierherstellern, zu Farbenherstellern. Das ist in dieser Grafik noch nicht so ausgeprägt, das werden Sie dann in späteren Grafiken sehen. Ich möchte aber hier noch den Regentagstempel erwähnen, den Sie rechts unten sehen. Der ist jetzt speziell für diese Auktion dazugekommen. Es gibt zwei Stempel aus der Stiftung, diese Regentagstempel und ein kleiner Hundertwasser-Namenstempel, mit denen diese Grafiken, die jetzt speziell für diese Auktion zur Verfügung gestellt wurden, gestempelt sind. Ein wichtiges Werk auf dem Weg
zur eigentlichen 100-Wasser-Grafik oder eben zu den Grafiken, wo sich eine riesige Varianz in der Auflage ergibt, ist dieses Werk Abschied aus Afrika. Da kommt neu hinzu, dass 100-Wasser Gold- und Silberfolien verwendet, also Metall mit Metallprägungen beginnt. Und diese Metallprägungen ein besonderes Kennzeichen oder eine besondere Eigenart der 100-Wasser-Grafik wird. Dieses Blatt ist auch aus dem Grund wichtig, er geht sozusagen in der lithografischen Produktion, geht er von Paris weg. Das Blatt wird von der Galleria L'Elefante in Rom verlegt und in Rom lernt er Alberto della Vecchia kennen, der selbst Künstler und Bildhauer ist und auch sein, ja, also ein Vermittler zwischen Künstlern, und Alberto Vecchia überzeugt 100-Wasser von sich einer neuen Technik zuzuwenden, nämlich dem Siebdruck, weil gerade der Siebdruck eine unendliche Möglichkeit böte an Reproduktionstechnik, aber auch manueller Überarbeitung. Und das ist sozusagen, das ist 1968, hier startet dann die grafische Produktion 100-Wassers in Produktion, sage ich, aber es ist natürlich der grafische Druck. Vorgang geschieht in einer Werkstätte und deswegen dieses banale Wort, das, bitte um Verzeihung darum, dafür, aber da beginnt die Arbeit an der Grafik, 100-Wasser wirklich zu fesseln, und da beginnen die Zeiten, wo er wochenlang in den Druckereien arbeitet, mit den Druckern gemeinsam, wo er ja nur kurz Schlaf findet, das beschreibt er in seinen Tagebüchern, teilweise auch die Anstrengungen, die Vielzahl der Arbeitsschritte, die unendlich Zeit, die er aufwendet für den Grafiken, hat bei einigen Grafiken auch zusammengefasst in einer Art Imprint-Datenblatt, das auf der Rückseite der Grafiken, auf die Rückseite der Grafiken dann eingedruckt würde. Wir müssen uns noch einer Technik zuwenden, denn so schnell ist man bei 100-Wasser nicht in dem Reichtum und in Vielfalt kann man nicht innerhalb kürzester Zeit abwickeln. Wir müssen noch Japan besuchen, denn hier mit seinem Aufenthalt in Japan 1961 beginnt 100-Wasser auch ein Interesse zu fassen an japanischen Farbholzschnitten, also die wirklich selber zu erarbeiten. Ein erstes Blatt 1961, wie kam überhaupt 100-Wasser nach Japan? 100-Wasser war immer ein gut vernetzter Künstler, er kannte in seiner Pariser Zeit in den 50er Jahren viele japanische Künstler, auch Kunstkritiker. Diese Kunstkritiker waren speziell an seinen Texten und an seinen Werken interessiert, sodass seine Texte, die damals in wichtigen Kunstzeitschriften wie Simmes in Paris abgedruckt wurden, dann von japanischen Zeitschriften auch übernommen wurden. Und es gab einen Kritiker, Shiniki Segi, der für eine Galerie in Tokio kuratiert hat, Ausstellungen kuratiert hat und 100-Wasser auf diese Weise empfohlen und nach Japan gebracht hat. Es gab auch eine internationale Kunstausstellung 1961, in der 100-Wasser Österreich vertreten hat, und er hatte eine Ausstellung, die dann sehr erfolgreich war, in der Tokyo Gallery. Und kann ich ein Foto zeigen, 100-Wasser in Tokio, ein siebenmonatiger Aufenthalt, wo er in der Malerei unglaublich produktiv war und viele dieser Werke dann auch in japanischen Sammlungen und auch in Museen ihre Heimat gefunden haben. Nach dem ersten japanischen Farbholzschnitt beginnt eine Zeit, in der er immer wieder mit japanischen Druckern, Holzschneidern und Druckern zusammenarbeitet. Es ist ein bisschen schwierig, die Künstler davon zu überzeugen, die Drucker, die Holzschneider, die Studios zu überzeugen, mit einem europäischen Künstler zusammenzuarbeiten. In der Tat ist 100-Wasser der erste europäische Künstler, der mit Studios zusammenarbeitet, die in Japan sozusagen die Kunst des Ukiyo-e, dieses speziellen japanischen Farbholzschnitts, pflegen. Ich springe da ein bisschen in der Zeit. Das ist ein
ein Werk, das auch hier, also eine Grafik, die auch hier in der Ausstellung und dann in der Auktion sein wird, Song of the Whales, der Gesang der Wale. Ich zeige es deswegen, weil sich hier auch eine bestimmte Funktion in der Grafik erfüllt, weil die Grafik soll ja auch Kunst einem breiten Publikum zugänglich machen. Das ist ihre Funktion von Beginn an, dass Werke, große Werke der Malerei auch in einer Art, in einer Übertragung, in einer grafischen Version für das Publikum verfügbar sind. Es handelt sich hier, die Vorlage ist für diese Grafik, ist ein Triptychon, der Gesang der Wale, das jetzt seit Jahrzehnten sich in einer amerikanischen Sammlung, in einer USA-Sammlung befindet und seit sehr langer Zeit nicht zugänglich ist. Dieses Motiv hat Hundertwasser außerdem für eines seiner Umweltposter verwendet, das er 1982 Greenpeace gewidmet hat zum Schutz der Wale und gab auch ein Schwesterplakat zum Schutz der Meere. Hundertwasser hat dann zwei Grafikmappen mit japanischen Künstlern, japanischen Druckstudios erstellt. Die erste Mappe Nana Hyakumitsu, 700 Wasser, 1973 herausgegeben, und dieses Blatt ist aus der zweiten Grafikmappe Midori no Namida, die Tränen des Grün oder des Grünen. Und hier auch wieder die Regentag. Zwei Bäume auf Schiffregentag heißt diese Grafik. Die Regentag findet natürlich immer wieder Eingang in die Bildwelt Hundertwassers. Ich zeige Ihnen noch zwei spätere Grafiken, weil ich hier auch speziell den Bilderreichtum und die Erfindungskraft Hundertwassers zeigen möchte. In der Vielfalt der Bildmotive, der Kompositionen, der Farbigkeit. Und hier noch ein bisschen zur Illustration, die Arbeit an den Farbholzschnitten in den Studios, ja, also linke Seite der Holzschneider, der das Motiv schneidet, auf der rechten Seite wird die Farbe aufgetragen, links, es ist ein Handdruck, ja, nicht mit einer Druckerpresse, sondern die Blätter werden händisch gedruckt, werden auf den Druckstock gelegt, es wird dann die Farbe quasi eingerieben auf der Rückseite, und rechts sieht man, wie das Blatt abgezogen wird. Und nicht, dass Sie jetzt denken, das sind ja die Drucker, das ist ja das Studio. Hier Hundertwasser an der händischen Arbeit, also wohl in Neuseeland. Die Andrucke wurden ihm zugeschickt und dann hat er die Blätter weiter bearbeitet. Angaben, die Drucker sozusagen Instruktionen auf dem Andrucken notiert, welche Farben noch zusätzlich zu geben, wie das Blatt weiter bearbeitet werden sollte. Eine Besonderheit, die wir hier auch in der Ausstellung und in der Auktion haben, sind die Zikadendrachen, die Kites. Die entstanden auf Initiative des Goethe-Instituts, des japanischen Goethe-Instituts. Paul Eubel war der Initiator einer Ausstellung mit internationaler Beteiligung, die hieß Bilder für den Himmel. 100 Künstler aus 20 Ländern haben japanische Drachen bemalt und die wurden dann ausgestellt. Hundertwasser hat sich entschieden, nicht zu malen, sondern seine japanischen Farbholzschnitte zur Verfügung zu stellen und sie verarbeiten zu lassen von einem Drachenbauer, Masaki Sato war das, der die traditionellen Insektendrachenformen hier angewandt hat. Also es sind Bienen, Hummeln, Pferdefliegen und so weiter, die 12 verschiedene Versionen, jeweils eine Auflage von 75 Stück. Auch mit der Radierung hat sich Hundertwasser beschäftigt. Neufer haben Sie von mir schon gehört, den Namen. Der Kollege der Schiffsfahrt von Söderham nach Hall auf der SS Bauter in den 50er Jahren, 1962, druckt Hundertwasser seine erste Radierung. Das heißt, Druckerei ist Bronze, aber er arbeitete sie selbst an der Platte, und diese
Grafik heißt Spirale mit Neuferköpfen, also der Kopf oben rechts mit dem komischen Spitzenhütchen wird wohl von Neufer sein. In diesem Bild links sehen Sie Hundertwasser bei der Arbeit an einer Druckplatte und rechts auch ein Werk, das wir hier in der Ausstellung, in der Auktion haben, den Wiesenmann, auch eine ganz besondere Grafik, denn 1974 gedruckt und herausgegeben, und die Hälfte der Auflage dieser Grafik ist der Albertina zur Verfügung gestellt worden. Anlass war eine große Ausstellung, die Walter Koschatzki ausgerichtet hat in der Albertina, Hundertwasser 1943 bis 1974. Eine Ausstellung, die sowohl das Jugendwerk gezeigt hat, erstmals, und anlässlich dieser Ausstellung wurde auch das Jugendwerk zum ersten Mal inventarisiert und katalogisiert und eben auch diese Grafik geschaffen, denn neben der Jugendwerkausstellung gab es auch eine Ausstellung der gesamten Grafik Hundertwassers bis 1974. Und diese Albertina Grafikausstellung ist dann auch um die Welt gegangen. Hundertwasser Complete Works gibt es in allen Versionen, also Complete Graphic Works bis 1976, 78 wurde sozusagen immer erweitert, und die ging noch in meine Zeit. Ich habe 1992 im Archiv begonnen und meine ersten Ausstellungen waren noch in dieser Ausstellungsreihe Albertina Grafiktournee. Hundertwasser hat natürlich auch in der Grafik versucht, die Technik zu erweitern. Er hat oft, also die Grafiken, die Radierungen, da wurde auch oft Aquatinta-Technik dazu genommen. Muss noch dazu sagen, die grafische Produkte, also die Radierung, die ersten Radierungen entstehen zwar in Paris, aber die eigentliche Beschäftigung mit der Radierung beginnt erst als Hundertwasser ab 1974 mit den Wiener Druckern Robert Finger und Wolfgang Raab zusammenarbeiten kann. Robert Finger wurde ihm vom Arik Brauer empfohlen, und gerade mit dem Robert Finger gelingt es ihm, wunderbare Radierungen zu schaffen, wie zum Beispiel dieses Blatt Rakete. Ich denke, Sie sehen die Rakete, und wenn Sie die Perspektive wechseln, sehen Sie ein Dinghy, also ein kleines Boot, das Beiboot der Regentag, in dem zwei Personen sitzen. Die Besonderheit dieser Grafik ist, dass ein chinesische Collage verwendet wurde. Das ist eine Technik, wo im Druck ein ganz feines Papier noch dazu aufgelegt wird, quasi zwischen Bildträger und Druckplatte wird dieses Papier mit der Farbe mit eingedruckt, und das bewirkt besonders schöne Verläufe und Strukturen in der Grafik. Da habe ich jetzt irgendwo ein fehlendes Bild, denn ich wollte Ihnen eigentlich zeigen, Endless City, auch eine Grafik. Kann ich jetzt leider nicht, weil das scheint hier in der Abfolge zu fehlen. Schade. Ich würde Sie bitten, dass Sie nachher Endless City in der Ausstellung sich anschauen, denn das Endless City ist eine Grafik, die Hundertwassers Architekturform des Hochwiesenhauses zeigt. Und dieses Hochwiesenhaus sehen Sie links in einem Modell, das er 1972 für die berühmte Wünsch dir was-Sendung geschaffen hat. Diese Sendung hat ihn wohl sehr bekannt gemacht mit seinen Ideen der Dachbewaldung und des Fensterrechts. Er hat sich schon vorher mit diesen Themen auseinandergesetzt. Seit seinem Verschimmelungsmanifest 1968 hat er die funktionelle Architektur kritisiert, ist dafür eingetreten, dass Erdschichten auf Häuser gegeben werden, um Bäume drauf zu pflanzen, die Natur sozusagen in die Architektur einzubringen. Und das rechte Bild habe ich Ihnen zum Vergleich hier dazu gestellt, denn dieses Hochwiesenhaus hat er immer wieder auch in seiner Grafik visualisiert, und es sollte eigentlich auch gebaut werden. Es gab ein Architekturprojekt Hohe Heine Dresden, ist leider nicht realisiert worden, also ich hoffe, da finden sich noch Interessenten in der Zukunft. In der Radierung kommt das Schiff auch vor in den Doodles. Von den sogenannten Doodles haben Sie auch hier in der Ausstellung einige Exemplare.
das sind ganz spezielle Radierungen, die sonst mit der Bildmotivik oder mit dem Schaffen Hundertwassers eigentlich also im Vergleich einzigartig sind. Denn diese Tools, diese Radierungen gehen zurück auf Zeichnungen, die Hundertwasser spontan während Telefonaten gemacht hat. Also diese Bildmotive haben sozusagen ganz automatistische Figurationen, Einträge von Telefonnummern, von Namen und diese aus den Doodles, die er angefertigt hat wegen dieser, während dieser Telefonate, aus diesen hunderten Doodles wurden 23 Motive ausgewählt und in einer Auflage von jeweils 25 Stück gedruckt. Vielleicht ist das der Punkt, noch ganz kurz anzumerken, immer das Thema mit der Auflage bei Hundertwasser, ja immer der Vorwurf, große Auflagen, aber ich möchte hier noch einmal sagen, es gibt Grafiken, die sind in Auflagen von in 25 Stück Auflagen gedruckt, es gibt japanische Holzschnitte, die meisten sind in 200 oder 300 Stück gedruckt, von der Art Group Mappe werden keine 100 Stück existieren und natürlich gibt es die großen Auflagen wie 10.000, aber da darf man ja nie vergessen, dass davon jedes Stück ein Unikat ist. Ja? Also bei der Homo Humus ist jedes Stück ein Unikat und ansonsten ist es so, dass es Farbversionen gibt und die sind einfach durchgezählt, ja? Durch die verschiedenen Varianten, wobei in der grafischen Praxis es bei vielen Künstlern so ist, dass dann gewisse Tranchen der Auflage separat gezählt werden und dann die Auflagennummern auch klein gehalten werden. Solche Machenschaften hat Hundertwasser immer abgelehnt und für ihn ist sozusagen das Thema die Überwindung der Maschine, die Überwindung der Multiplikation, der seriellen Produktion in etwas, das individuell wird, Unikatcharakter hat. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück in die Geschichte der Serigraphie. Da habe ich Ihnen ja gezeigt, er arbeitet an der Lithografie in Paris, wechselt dann nach Rom, findet dort heraus sozusagen die Möglichkeiten, auch Metallprägungen einzuarbeiten in die Lithografie und über einen Künstlerfreund Alberto Della Vecchia kommt er zur Serigraphie. Dieses Blatt Königreich der Toro haben wir hier in der Ausstellung, in der Auktion. Da kommt wieder der Neufer ins Spiel. Warum Königreich der Toro? Hundertwasser hat seinen Freund Hans Neufer in Uganda besucht und auch dort einige sehr schöne Bilder gemalt. Und eines davon ist in dieser Grafik verarbeitet worden. Hier haben wir einen Siebdruck La Barca, Regentag La Barca. Auf der oberen Bildhälfte sehen Sie ein doch sehr getreues Abbild des Steuerhauses, der Regentag und auf die untere Hälfte des Blattes Hundertwasserspirale, so wie sie Hundertwasser natürlich sehr bekannt gemacht hat. Wichtig in der Zusammenarbeit in der Siebdrucktechnik ist die Druckerei von Dietz in München. Bei Dietz entstehen so berühmte Blätter wie das Olympia-Poster. Auch hier, das ist ein sehr seltenes Blatt, haben wir hier eines in der Auktion für die Olympischen Spiele in München geschaffen. Und gerade bei der Siebdrucktechnik bringt Hundertwasser wirklich sehr viele Innovationen ein, erkundet neue Techniken. Es gibt Blätter, die haben Filzfaserapplikationen, so wie dieses Blatt, Olympische Spiele. Es gibt Glasperlenauflagen, es gibt phosphoreszierende Farben. Mit Dietz druckt er auch das Regentag-Portfolio, also ein Grafikportfolio mit 10 Siebdrucken, das speziell dem Regentag, Look at it on a rainy day, gewidmet ist mit so schönen, also auch bei Hundertwasser, ich finde das immer so wunderbar, diese poetischen Bildtitel, die dem Werk noch eine Dimension hinzufügen, ja, an Poesie, an Vorstellungskraft, an Assoziationsmöglichkeiten. Columbus Rainy Day in India, Columbus Regentag in Indien, Regentag auf Liebewellen
Und hier noch eines, das ich ausgewählt habe aus der Regentagmappe. Die Häuser hängen unter den Wiesen. Noch einmal das Hochwiesenhaus, das Hundertwassers Ideen in der Architektur symbolisiert und visualisiert. Häuser, also die Wiesen in Etagen, Wälder in Etagen übereinander. Ich habe es jetzt schon einige Male erwähnt. 10.002 Exemplare von Homo Humus Humanitas, 1984 herausgegeben von die Galerie in Frankfurt, und von die Galerie Herrn-Peter Fempfert habe ich auch diese Fotos bekommen, die etwas ermüdende Arbeit zeigen, 10.002 Exemplare der Grafik auch signieren zu müssen. In Gamba, auch ein Blatt, das wir hier in der Auktion haben, auch ein Siebdruck, noch einmal die Überlistung der Maschine, 905 Exemplare, jedes unterschiedlich. Der Titel in Gamba, ein italienischer Titel, bedeutet so viel wie gut zu Fuß, und ich hoffe, ich habe Sie nicht überstrapaziert, sodass Sie an diesem Abend doch noch gut zu Fuß und fit sind, diesen Abend zu genießen. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für die Aufmerksamkeit. Sie waren ein wunderbar aufmerksames Publikum, und ich hoffe, Sie sind von der Hundertwassergrafik so begeistert wie ich. In dieser schönen Hängung kann man es nur sein oder werden. Dankeschön.